Unsere Erfahrung mit Femex. In den nächsten Minuten erfährst du, wer sich hinter Femex verbirgt, wie sicher Femex ist und welche Gebühren anfallen. Wir zeigen dir, wie du dich bei Femex registrierst und wie du Kryptowährungen bei Femex Schritt für Schritt kaufen kannst. Femex ist in erster Linie eine Kryptobörse, die im Jahr 2019 gegründet worden ist. Die Besonderheit: Bei Femex kannst du Krypto-Futures handeln und mit Hebeln von bis zu 1 zu 100 auf die Wertentwicklung von Kryptowährungen spekulieren. Folgende Funktionen bietet Femex aktuell an: Einmal Spot Trading, Future Trading, P2P und OTC-Handel. Earn, also Kryptozinsen zu verdienen, Copy Trading und eine eigene Akademie. Femex hat seit der Gründung im Jahr 2019 keinen Hack erlitten. Die Sicherheit der Handelsplattform heben auch unabhängige Kontrollstellen wie Sairlife hervor. Eine BaFin-Lizenz besitzt Femex nicht, da der Firmensitz in Singapur ist und es keine europäische Geschäftsstelle gibt. Insgesamt halten wir die Plattform doch für seriös und sicher. Unseren Trading-Erfahrungen nach ist Femex ein günstiger Anbieter, wenn es darum geht, regulär Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Ab einem Handelsvolumen von über 1 Million Dollar sinken die Gebühren. Femex unterteilt hierbei in Maker- und Taker-Gebühren. Maker-Aufträge sind in den meisten Fällen günstiger, da du hierbei der Kryptobörse Liquidität zur Verfügung stellst. Da Investoren mit einer Taker-Order der Börse Liquidität entziehen, sind die Gebühren in diesem Fall etwas höher. Beim Thema Einzahlung wird es teuer, zwar kannst du über den OTC-Handelsplatz per Überweisung Kryptowährung direkt mit Fiat-Währung kaufen, allerdings bei Beträgen bis 10.000 Euro fallen hierfür sehr hohe Gebühren an. Erst bei einer Trade-Größe von 500.000 Euro sind die Gebühren auf Augenhöhe mit anderen Kryptobörsen. Um dich bei Femex zu registrieren, empfehlen wir dir, unseren Affiliate-Link in der Videobeschreibung zu nutzen, denn mit Klick auf diesen Link in der Videobeschreibung unterstützt du nicht nur unseren Kanal, dir weiterhin kostenfreien Content zur Verfügung stellen zu können, sondern du gelangst auch mit Klick auf diesen Link auf die Seite, die du jetzt eingeblendet siehst, und hier kannst du dir ein kostenfreies Femex-Konto erstellen. Dafür klickst du hier oben rechts auf Jetzt registrieren und gibst hier deine E-Mail-Adresse ein und ein Kennwort und klickst anschließend auf Konto erstellen. Du erhältst innerhalb von wenigen Minuten eine E-Mail in dein E-Mail-Postfach, wo ein Link mit drin ist, den du bestätigen musst. Anschließend kannst du dich bei Femex mit deiner E-Mail-Adresse und mit deinem Kennwort einloggen. Wenn du keine Fiat-Währung einzahlen möchtest, das heißt, du möchtest nur Kryptowährung einzahlen, dann musst du auch keinerlei persönliche Daten eingeben und auch kein ID-Check durchführen, denn das ist nur nötig, wenn du den Handel betreiben möchtest mit Fiat-Währungen. Nachdem du dich erfolgreich registriert hast und dich mit deinen persönlichen Zugangsdaten bei Femex eingeloggt hast, befinden wir uns nun auf dem Dashboard von Femex und wir können nun damit beginnen, Kryptowährungen zu kaufen oder Kryptowährungen einzubezahlen. Hierfür gibt es zwei Optionen, die ich dir jetzt Schritt für Schritt einmal näher erläutere. Du beginnst auf dem Dashboard und hier findest du den Punkt oben rechts Einzahlen. Da klickst du einmal drauf und du gelangst auf eine neue Übersichtsseite. Es dauert immer etwas, bis die Seite vollständig geladen ist. Und wenn sie vollständig geladen ist, dann findest du hier einen weiteren Punkt bzw. Menüpunkt, der nennt sich Einzahlen. Da klickst du einmal drauf und nun sehen wir die zwei Optionen. Variante Nummer 1 ist, und wir nehmen jetzt einmal das Beispiel Bitcoin, du kannst aber auch eine andere Kryptowährung wählen, wie zum Beispiel den Stablecoin USDT, Ether oder XRP. Als Beispiel nehmen wir jetzt Bitcoin, das heißt, du kannst Bitcoin hier einzahlen, indem du diese Einzahlungsadresse kopierst und
quasi dann von deiner anderen Exchange oder deiner Hardware-Wallet Bitcoin hier rüber sendest. Das heißt, du loggst dich bei deiner anderen Exchange oder der Hardware-Wallet einmal ein, drückst dort auf Auszahlung bei Bitcoin und kopierst diese Einzahlungsadresse da rein, wählst die Summe aus an Bitcoin, die du rüber senden möchtest, und innerhalb weniger Minuten wird dir dann dementsprechend die Summe an Bitcoin, die du gesendet hast, hier bei Phimex gutgeschrieben. Variante Nummer 2 ist der Kryptokauf mit Karte. Dafür klickst du einmal da drauf und du kannst jetzt sagen, du möchtest zum Beispiel 100 Euro in dem Fall investieren in Bitcoin und wählst dann hier die Zahlungsart aus. Ich wähle in der Regel dann Simplex aus, weil hier kannst du dann das Ganze mit Visa, Mastercard oder Apple Pay bezahlen. Wenn du das ausgewählt hast, also die Summe hier eingetragen hast, dann klickst du auf Kaufen und du gelangst jetzt auf eine neue Seite, die innerhalb von wenigen Sekunden geladen wird. Das ist die Seite von Simplex und hier trägst du dann deine Zahlungsdaten ein, also deine Kreditkartendaten, also die von der Visa oder von der Mastercard, deine Kartennummer, das Ablaufdatum, dein Name auf der Karte und den Security Code. Klickst dann hier auf Next, dort findest du dann nochmal eine Übersicht, eine Verifikation und anschließend wird dir dann Bitcoin im Wert von 100 Euro in deiner Phimex Wallet gutgeschrieben. Also du hast dann quasi Bitcoin für 100 Euro gekauft. Betrachten wir uns nun die Kontaktmöglichkeiten von Phimex, so sehen wir, dass ein telefonischer Kundenservice hier fehlt. Stattdessen ist Phimex auf dem klassischen Wege nur per E-Mail erreichbar. Die Support-E-Mail-Adressen, die findest du hier unten auf der Hilfeseite. Darüber hinaus bietet Phimex einen Live-Chat an, den du hier unten findest. Außerdem, und das finden wir als größten Pluspunkt, bietet Phimex eine deutschsprachige Telegram-Gruppe an. Die erreichst du über den Button hier unten. Dort kannst du dich mit Gleichgesinnten austauschen und viele wertvolle Hilfestellungen zur allgemeinen Nutzung erlangen. Kommen wir nun zu unserem Phimex-Fazit und hier haben wir die Vor- und Nachteile von Phimex einmal zusammengefasst. Die Vorteile aus unserer Sicht sind der Future-Handel mit einem Hebel von bis zu 1 zu 100, die deutschsprachige Telegram-Gruppe und die vielen Bonusaktionen, die Phimex regelmäßig anbietet. Ein paar Nachteile haben wir auch gefunden. Für Einsteiger ist aus unserer Sicht die Plattform noch zu unübersichtlich. Der Kauf via Überweisung ist grundsätzlich möglich, allerdings sehr kompliziert für einen Laien bzw. Einsteiger und die sehr hohen Ein- und Auszahlungsgebühren von Phimex, die fallen uns auch als Nachteil etwas auf. Und zu guter Letzt empfehlen wir dir einen Besuch auf unserer Webseite. Unter anderem findest du unseren Phimex-Erfahrungsbericht hier nochmal in schriftlicher Form. Und den Link zur Webseite, den findest du in der Videobeschreibung.